herzlich willkommen, meine Lieben, zu dieser neuen Preview. Diesmal schauen wir uns eine Limited Edition von Catrice an. Und zwar handelt es sich hier um die Lala Berlin LE. Wer sich jetzt wundert, wieder eine Berlin LE? Es gab ja letztes Jahr auch schon eine Limited Edition, die den Titel Berlin enthielt und eben auch thematisch dazu passen sollte. Wer es noch nicht wusste, Catrice ist offizieller Make-up-Partner der Berlin Fashion Show. Und deswegen denke ich mal, wird extra jedes Jahr eine Limited Edition dazu passend entworfen. Dieses Mal war eine Designerin namens Leila Pierayesh oder sowas beteiligt. Ich werde euch den Namen nochmal hier einblenden, weil das ist wirklich ziemlich schwierig auszusprechen. Und das scheint hier eine sehr klassische, puristische Limited Edition zu sein, die sehr auf dieses klassische Schwarz-Weiß-Design mit Rot kombiniert sich spezifiziert hat und soll hier um Gegensätze gehen und Must-Haves miteinander kombiniert aus holographischen Effekten, Hochglanz, Schimmer, matten Texturen, also ja, eben das, was wahrscheinlich jetzt auch auf dieser Fashion Show an Make-up verwendet wird, was jetzt so Trend ist dieses Jahr. Und das ist eben das, was ich euch dazu sagen kann, wieso, weshalb, warum diese Lala Berlin LE hier entstanden ist. Gut, ich würde sagen, wir starten einfach mal und gucken uns die Limited Edition an. Sie wird im November erhältlich sein. Und ihr werdet gleich sehen, durch diese Kooperation mit der Designerin gibt es hier auch einige sehr außergewöhnliche Designs. Zum ersten haben wir nämlich hier zwei Holo-Eyeshadows. Leider kann man hier diesen holographischen Effekt nicht genau erkennen. Und ihr seht, das Packaging ist sehr untypisch für Catrice. Es handelt sich hier zum einen um ein kühles Weiß und ein warmes Grau mit seidig weicher Pudertextur, welche sich wohl leicht verblenden lassen soll. Und eben mit holographischem Effekt. Kann ich euch jetzt leider so nicht bieten, zu zeigen, wie das genau aussieht. Die Farbbezeichnungen sind hier einmal oben. 1001 Chili White und 1002 Shade of Grey für 3,49 Euro. Dann haben wir zwei High Gloss Lip Glaze. Und die sollen hochpigmentiert und mit hochglänzendem Finish sein. Eine langanhaltende Farbe bieten und die Frau hier oben auf dem Pressebild trägt ihn wahrscheinlich schon und es sieht wirklich wunderschön aus. Würde mich sehr freuen, wenn dieses Finish wirklich tatsächlich dann so rüberkommt. 3,49 Euro kosten die jeweils und es sind die Farben vorhanden 1001 Ruby Red und 1002 Ruling Red. Ja, ist ein bisschen schwierig hier auszusprechen, weil sich die Begriffe sehr ähneln. Dann wird es zwei matte Lippenstifte geben, auch in Rottönen. Die sollen ebenfalls hochpigmentiert sein, besonders cremig, mit einem matten, langanhaltenden Finish und ein Soft Touch Packaging eben enthalten. Ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich sowas Gummiertes vielleicht sein. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls ist die Verpackung matt und die Farbbezeichnungen sind hier 01 Ruby Red und 1002 Root Red für 4,49 Euro. So, dann haben wir hier einmal losen Glitter und die MAC-Fans unter euch kreischen jetzt bestimmt gerade auf. Ja, ich finde auch, dass dieses Design doch sehr den Pigmenten und auch ein bisschen den Nagellacken von MAC ähnelt mit dieser Kappe und diesem Design. Das sehe ich ebenfalls so. Hierbei handelt es sich um ein loses Puder, das golden mit lichtreflektierenden Pigmenten sein soll. Hier wird empfohlen, es entweder im Gesicht zu tragen oder im Dekolleté. 1001 Soft Shimmer ist hier die Farbbezeichnung. 3,79 Euro wird es kosten.
Und ich fände ja schön, wenn es auch fürs Auge geeignet wäre, aber da bin ich mir nicht so sicher. Das steht hier leider auch nicht. Da muss man sich dann nochmal vor Ort informieren. Und außerdem enthalten sein werden diese 5 Nagellacke. Die enthalten auch verschiedenste Effekte. Von Holo über Matt bis Shiny steht hier. Mit Wow-Faktor und ultimativer Deckkraft wird hier geworben. Wir haben zunächst hier ein warmes Grau, passend zu dem Lidschatten von vorhin. Ein kühles Weiß mit Sparkles steht hier. Ein holographisches, frisches Rosé. Ein sattes Himbeerrot. Und ein mattes, dunkles Rot. Die Farbbezeichnungen sind hier von links nach rechts. C01 Shade of Grey. C02 Chili White. C03 Pink Pearl, C04 Ruby Red und C05 Ruling Red für jeweils 2,99 €. Ja, was halte ich von dieser LE? Ich finde auf jeden Fall die Kooperation mit dieser Designerin sehr interessant. Dadurch gefällt mir auch das Verpackungsdesign sehr gut. Es ist, wie gesagt, sehr puristisch, sehr klassisch. Es ist schwarz-weiß gemischt mit Rot. Ja, sind halt eben so All-Time-Favorites, sowas, was eigentlich jede Frau im Schrank haben sollte und meiner Meinung nach eigentlich auch jeder Frau steht. Mich interessieren besonders hier diese holographischen Effekte, die angepriesen werden bei den Lidschatten. Ich denke mal, bei dem Weiß werde ich schon einen Bogen drum machen, weil Weiß wirkt einfach immer sehr hart auf dem Auge. Gut für den Augeninnenwinkel vielleicht, aber Weiß, ich mag das so nicht an mir so gerne. Ich gucke mir dann wahrscheinlich eher diesen Grauton an. Diese High Gloss Lip Glazes, die interessieren mich tatsächlich, besonders eben dieser Ton, weil mich das Pressebild einfach total anspricht. Ich bin ja so ein ähnlicher Typ wie die Dame hier, auch ne, mittelbraunes Haar, grünblaue Augen oder grünbraune Augen und auch ein sehr heller Hauttyp. Ich denke mal, das sähe wirklich gut aus. Normalerweise bin ich eben nicht so der Lipgloss-Typ. Aber ich muss mal schauen, vielleicht ist dann auch der Applikator etwas Besonderes. Das kann man jetzt ja leider hier nicht erkennen. Den gucke ich mir auf jeden Fall auch an. Matte Lippenstifte muss ich jetzt nicht unbedingt aus der Limited Edition kaufen, weil Catrice ja jetzt seit der Sortimentsumstellung sehr viele matte Lippenstifte in ihr Sortiment bekommen hat. Und da wird es sicherlich ähnliche Farben geben. Und wegen dem Packaging alleine muss ich das nicht kaufen, denke ich mal. Hier dieses lose Puder interessiert mich eben, ob man das auf dem Augenlid dann auch verwenden kann. Da muss ich mich informieren. Und was die Nagellacke angeht, so ein mattes, dunkles Rot habe ich bereits. Und die anderen Farben muss ich mir einfach dann mal in Natura anschauen, wie die sich so verhalten. Das sind so Kandidaten. Gucken, aber vielleicht nicht anfassen. Mal sehen. Genau. Das ist es zu dieser Limited Edition von Catrice. Mich würde hier besonders interessieren, was ihr von der Limited Edition haltet. Findet ihr sie langweilig durch ihr klassisches Design oder spricht euch das eben genau besonders an, weil ihr vielleicht gerade nicht so der Typ seid für so bunt und knallig und viele verschiedene Farben, sondern mögt eben diesen klassisch eleganten Look ganz gerne. Das könnt ihr mir sehr gerne schreiben, wenn ihr möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Macht es gut, passt auf euch auf und ich freue mich, euch dann wieder mit dabei zu haben. Tschüss!